Warum Gott kein Gedöns mag. So habe ich diese Predigt heute mal überschrieben. Was ist Gedöns? Das steht auf der nächsten Folie vielleicht. Gedöns, das Duden, ne? Substantiv Neutrum. Was ist Gedöns? Das ist eigentlich das ganze Zeug, das sich im Laufe der Zeit so ansammelt und einen Platz raubt für wichtigere Dinge. Das ist Gedöns. Und das kennt jeder von uns. Das haben wir alle auf dem Dachboden oder im Keller. Es sind Gegenstände, die eben da sind, aber die man nur selten oder gar nicht mehr braucht. Aber Gedöns kann auch mehr sein. Es kann auch unnötiges Gerede sein. Wenn jemand ein großes Aufhebens macht um etwas, weitschweifend und übertrieben erzählt, dann sagt man, mach nicht so ein Gedöns. Ja. Und schon Shakespeare schrieb dazu eine Komödie und nannte sie »Viel Lärm um nichts«. Das ist kurz gesagt das, was man unter Gedöns verstehen könnte. Dankeschön, können wir jetzt mal wieder wegmachen. Ja, gibt es das auch in unserem Glauben und in der Religion? Ja, natürlich gibt es das. Gerade wenn große religiöse Feste gemeinsam gefeiert werden, wir machen oft ein Riesengedöns. Das ist ja auch schön, dass man sich nicht nur trifft, sondern auch feiert. Und wenn man diese Feier prachtvoll gestaltet und dem Ganzen einen schönen Rahmen gibt, ist doch schön, macht Spaß, der Raumschmuck, die Gestaltung eines Gottesdienstes, vielleicht sogar eine richtig gute Bühnenshow oder eine gute Musik gehört dazu. Ne? Von bunten Kirchenfenstern, Weihrauch und Konzertorgeln bis hin zu modernen Lobpreisbands mit Licht, Nebel und gigantischem Sound. Gedöns. All das gibt es bei uns Christen in Hülle und Fülle. Wir machen eine Menge Gedöns und das ist eigentlich auch okay. Trotzdem gibt es auch ein Gedöns, das in eine ganz falsche Richtung führen kann, nämlich dann, wenn es uns den Blick verstellt auf die wesentlichen und wichtigeren Dinge in unserem Glauben. Wenn es uns den Platz raubt für das Entscheidende, für das Wesentliche. Ich habe vorhin das Video gesehen am Anfang des Gottesdienstes. Da sind wir vielleicht auf eine humorvolle Weise daran erinnert worden, dass es in unseren Gottesdiensten eben nicht um die perfekte Bühnenshow geht. Selbst wenn dann sogar mal das Kreuz umkippt oder in den andächtigsten Momenten beim Abendmahl der große Knall passiert, das tut unserem Glauben keinen Abbruch. Das sind letztlich nur Äußerlichkeiten. Aber was sind denn die Dinge, auf die es wirklich ankommt? Und dazu hören wir jetzt den Predigttext zum heutigen Sonntag. Der steht im Propheten Amos, Kapitel 5, Verse 21 bis 24. Da heißt es, ich hasse, fängt schon gut an, ne? Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Soweit dieser Bibeltext. Was ist das für ein Wort? Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich verachte eure Feste. Offensichtlich gibt es da ein Gedöns, mit dem Gott irgendwie so gar nicht einverstanden ist. Und offensichtlich musste er die Menschen an etwas erinnern, was ihm wesentlich wichtiger ist als die äußere Gestaltung ihrer Religion. Und damit wir diesen Text ein bisschen besser verstehen lernen, schauen wir uns erstmal die Zeit an, in der dieses Prophetenwort entstanden ist. Israel war zur Zeit des Propheten Amos schon lange in zwei Teile zerfallen. Im Norden, da hat der Amos gepredigt, ja, da regierte ein König namens Jerobeam der Zweite. Und das große Thema des Propheten Amos war die soziale Gerechtigkeit. Er kritisierte das Luxusleben der reichen Leute, die auf Kosten der armen Bevölkerung lebten. Ja, im Amos-Buch, da wird den reichen Anführern des Volkes Israel mit Gottes Gericht gedroht. Und gleichzeitig ruft er sie aber auch auf, ändert euch, macht es anders, kehrt um. Und dann ist wieder gut.
Also auf der einen Seite, wenn ihr so weitermacht wie jetzt, dann geht alles den Bach runter. Das ist nicht gut. Aber ihr könnt umkehren. Und im Amos-Buch steht zum Beispiel der Satz, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben. Nun waren die Anführer des Nordreichs Israel durchaus sehr religiös. Daran lag es nicht. Sie feierten viele wichtige Feste, sie brachten viele Opfer dar, sie hatten einen großen Kult, hatten mehrere Kultstätten auch. Aber all das war letztlich nur so eine Nebelkerze. Die prächtige Religion war nur das Feigenblatt und unter dieser Oberfläche herrschte eine knallharte Ausbeutung der Armen. Soweit mal zur allgemeinen Situation. So, unser Text legt den Finger mitten in diese Wunde und reißt den Anführern Israels diese religiöse Maske vom Gesicht. Eindeutig und messerscharf formuliert Amos seine Botschaft. Er sagt, eure Religion stinkt zum Himmel. Eure Lieder sind in Gottes Ohren ein Geplärr. Deftige Worte, da muss man so ein bisschen zusammenzucken. Ja? Und hier sind wir jetzt schon mitten beim Thema, was ist das Problem mit unserer Religion? Warum können Gottesdienst und Anbetung auf einmal zu einem Gedöns werden, von dem Gott sich abwendet? Ich möchte es mal so sagen, es gibt viele Wege, auf denen wir uns von Gottes Willen entfernen können. Eine ganze Menge. Manche dieser Wege sind ja total offensichtlich. Ja? Also wenn jemand anderen Menschen vorsätzlich bösartig Schaden zufügt, bewusst Böses tut, das erkennen wir sofort. Dann sagen wir gleich, das geht ja gar nicht. Ne? Und die Kirche war immer gut darin, das offensichtlich Böse zu kritisieren. Ja? So als moralische Instanz. Mal sagen, so geht's nicht. Auch wenn die Kirche als moralische Instanz mittlerweile ziemlich am Boden liegt. Aber es ist eigentlich klar, wenn du ein gläubiger Mensch bist, dann fährst du gut, wenn du dich an die 10 Gebote hältst, wenn du keine silbernen Löffel klaust und andere Menschen so ein bisschen liebevoll behandelst. Ja, das kann man schon irgendwo hinkriegen. Ja, aber es gibt auch andere Wege, auf denen wir uns von Gott distanzieren können. Und manche dieser Wege sind ein bisschen subtiler, kann man nicht leicht erkennen, bewegen sich auf so einer Grauzone. Und wie so oft, ist der trügerischste Weg derjenige, der uns zunächst als der beste und der richtigste Weg erscheint. Der Weg, auf dem nämlich die Guten unterwegs sind. Der Weg, den alle Frommen auch gehen. Der Weg, der scheinbar der Weg Gottes ist. Nämlich die Religion. Religion kann deshalb am wirkungsvollsten vom Hören auf Gott ablenken, weil wir meinen, dass wir ja schon längst Gottes Willen tun. Ja? Sie kann uns hindern, uns korrigieren zu lassen, weil wir denken, dass wir schon längst auf der richtigen Seite sind. Der Franziskanerpater Richard Rohr hat einmal gesagt, der sicherste Ort, um dich vor Gott zu verstecken, ist die Religion. Da ist was dran. Und in diese Wunde legt der Prophet Amos den Finger und seine Botschaft ist unmissverständlich. Er sagt, weg mit dem Gedöns, hinter dem du dich vor Gott versteckst, denn es gibt etwas, was Gott dir zu sagen hat und dem kannst du dich nicht entziehen. Dem darfst du dich auch nicht entziehen. So, in diesem ganz kurzen Predigttext verweist Amos übrigens nur in einer einzigen Zeile auf diese Botschaft, die er rüberbringen möchte. Wenn man das Amos-Buch noch nie gelesen hat, dann kann man das ganz leicht überhören. Deswegen sage ich es hier nochmal, der Vers 24. Es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ja, das ist so schön poetisch formuliert. Es geht einem runter wie Öl. Das kann man leicht überhören. Aber das ist die zentrale Botschaft. Das ist der Kern der Sache, Recht und Gerechtigkeit. Und wenn wir das Amos-Buch lesen, lest ruhig mal, ist gar nicht so lang, ja, dann merken wir, dass Amos damit
keine abstrakten Konzepte meint, wie wir das heute vielleicht ja Recht, Paragraphen so und Gerechtigkeit als Konzept und so. Nein, er kritisiert knallhart die soziale Ungerechtigkeit in Israel. Es geht um grundlegende Rechtsfragen, wo Menschen entrechtet werden von den Mächtigen, wo ihnen was weggenommen wird. Da werden zum Beispiel Kleinbauern durch überzogene Steuern enteignet und die Oberschicht lebt im Luxus. So. Und ja, das ist natürlich ein zeitloses Problem. Das gab es nicht nur damals. Das Thema ist auch heute noch unser Thema. Und es ist ein sehr politisches Thema. Also wer meint, Christsein ist ganz unpolitisch, haut nicht hin. Ne? Das ist ein politisches Thema, vor dem gerade wir als Christen uns gar nicht wegducken können. In der ganzen Bibel stellt Gott sich immer wieder auf die Seite der Unterdrückten, der Schwächeren, der Zweitgeborenen, der Sklaven, der Armen, der Entrechteten. Die ganze Bibel ist voll davon. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die als Christen fröhlich ihre Gottesdienste feiern und sich nicht oder nur wenig für diese Fragen interessieren. Die ganze Bibel ist voll davon. Die Bergpredigt, übrigens, Bergpredigt steht ja zweimal in der Bibel. Viele kennen sie nur aus dem Matthäusevangelium, aber so steht auch im Lukasevangelium. Und dort beginnt sie mit dem Satz, selig sind die Armen. Ja, nicht die geistlich Armen, sondern selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Selig sind die Hungern, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Trauernden, denn sie werden lachen. Und nur im Lukasevangelium steht nach diesen Seligpreisungen auch Wehrufe. Wehrufe gegen diejenigen, die auf der Sonnenseite der Gesellschaft stehen und vielleicht gerade auf Kosten dieser Armen leben. Da sagt Jesus, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon erhalten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Das hört man nicht so oft, ne? Und diese Wehrufe werden bei uns nicht allzu oft zitiert, die irritieren uns auch ein bisschen. Ist auch gut so, dass sie uns irritieren. Und ja, prinzipiell ist ja nichts Falsches daran, wenn man reich, satt und glücklich ist. Ist ja gut, ne? Ist ja keine Sünde. Aber reich zu sein auf Kosten der Armen, satt zu sein auf Kosten der Hungernden und glücklich zu sein auf Kosten der Unglücklichen, das ist Sünde. Und das meint Jesus hier. Und ja, das ist auch eine politische Botschaft. Was ist heute unser Gedöns, mit dem wir uns von dieser Botschaft ablenken? Kann man darüber nachdenken. Mit welcher Religion betäuben wir uns? Auch heute gibt es viele Christen, bei denen dreht sich ihr Glaube, ich sage mal, hauptsächlich um sie selbst. Sie freuen sich über die Vergebung ihrer Schuld und dass Gott sie liebt. Und sie singen Anbetungslieder für Gott, weil sie diese persönliche Beziehung zu Gott so intensiv spüren. Sie preisen Jesus, der am Kreuz für ihre Schuld gestorben ist. Und sie sind erfüllt vom Heiligen Geist, der ihnen neues Leben gibt. Ihr habt schon gemerkt, wie ich es betont habe. Ja, das darf auch alles so sein. Ist auch gar nicht verkehrt. Ja, stehe ich ja voll dahinter. Aber es kann auch zu einem Gedöns werden. Es kann zu einem Ort werden, an dem wir uns vor Gott verstecken. Ja, ich und mein Jesus und mein Glaube und meine Vergebung und mein Heiliger Geist. Höre ich noch, was Gott mir sagen möchte? Manchmal habe ich den Eindruck, wir brauchen nicht nur eine Bekehrung, sondern mindestens zwei. Eine Bekehrung hin zu Gott, hin zu Jesus. Und dann eine zweite. Zurück zu den Menschen. Dass wir anfangen, für Gerechtigkeit in dieser Welt einzustehen und uns für die Menschen einzusetzen, wie Jesus es auch tat, und gegen Ungerechtigkeit und Hass auf die Straße zu gehen. Wir singen, Jesus, es geht nur um dich. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber denken wir dabei auch daran, worum es diesem Jesus geht, wenn er der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Wenn es mir nur um Jesus geht, frage ich mich, worum geht es denn Jesus?
Ich möchte uns gar nicht vorschreiben, wie das genau auszusehen hat. Ja, darum geht es mir nicht heute. Ich sehe sicherlich auch nicht alles. Ich habe auch meine blinden Flecken. Sage ich hier ganz offen. Aber ich möchte uns einladen, dass wir mal über unser eigenes Gedöns nachdenken, was wir so alles machen. Und ich möchte darüber gar kein Urteil fällen. Darum geht es nicht. Sondern ich möchte einfach Mut machen, dass wir mal einen Schritt zur Seite treten und unser Leben mal sozusagen von außen betrachten und uns fragen, was sind denn die wesentlichen Dinge, die unbedingt dazugehören? Und womit betäuben wir uns vielleicht nur? Wo lenken wir uns ab von dem, was Gott uns gerade heute zu sagen hat? So, und diese Erfahrung, diese zweite Bekehrung, hat schon viele Christen tief verändert. Oft müssen wir mal für eine Weile auf all das Gewohnte und Liebgewonnene verzichten, um zu begreifen, worum es wirklich geht. Es gibt ein Lied, in dem das auf ganz besondere Weise zum Ausdruck kommt. Und dieses Lied hat eine besondere Entstehungsgeschichte, die muss man kennen. Es stammt aus einer Londoner Kirche, in der der christliche Musiker Matt Redman zum Lobpreisteam gehörte. Und der hat das Lied geschrieben. Und das waren so die Anfänge der modernen Lobpreismusik. Ne? So Ende der 80er, Anfang der 90er und es ging los. Und es gab in dieser Kirche eine tolle Musikanlage und viele Instrumente und eine riesen Band. Und es ging ab und Action und Bühnenshow. Ja? Aber irgendwas hatte sich eingeschlichen, was nicht so gut war. Ein Gedöns. Und der Pastor dieser Kirche merkte, was passiert war. Und dann griff er zu einem sehr drastischen Mittel. Er schloss sozusagen die ganze Verstärkeranlage weg, sagte so, alle Mikros weg, alle Instrumente weg. Die Leute sollen einfach mal nur ihre Bibeln mitbringen und in sich reinspüren, was Gott uns heute zu sagen hat. Dann saßen sie alle da und statt Lobpreis gab es Stille. Bis vielleicht endlich einer mal seine Bibel auftat und sagte, ich habe das Gefühl, Gott möchte uns das und das sagen. Das war eine schwierige Zeit, das mussten wir erstmal aushalten. Ne? Wenn du gewohnt bist, erstmal Lobpreis auch so richtig zu konsumieren, auf einmal bist du selber mittendrin und musst nachdenken. Aber es war auch eine großartige Zeit, die eine tiefe geistliche Erneuerung mit sich brachte. Ja. Und am Ende dieser paar Wochen, da schrieb dieser Matt Redman dieses Lied, das diese Erfahrung in Worte fasst. Wir werden das gleich übrigens im englischen Original zusammen singen. Aber vorher lese ich mal die deutsche Übersetzung. Und kriegt es auch nachher eingeblendet oder sogar jetzt schon. Super, genau. Die Musik verhallt, alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, denn es geht nur um dich, Jesus. Herr der Herrlichkeit, wir verstehen es nicht, wie viel dir gebührt. Ich bin schwach und arm. Was ich habe, bist du, jeder Atemzug. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Es geht nur um dich, Jesus. Dieser Jesus, der im Mittelpunkt dieses Liedes steht, er stand ein für die Armen, die Hungrigen, die Trauernden, die Entrechteten, die Aussätzigen, die Kranken, die Verachteten, die Sünder, die am Rande der Gesellschaft, die sonst keiner sieht. Und um diesen Jesus geht es. Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Fluss. Darum geht es bei Jesus. Amen.